Die Hustadt liegt im Süden von Bochum, inmitten einer hügeligen Landschaft, umgeben von Wald und Feldern. Die Ruhr-Universität ist zu Fuß in 15 Minuten zu erreichen. Über die Autobahn und die U-Bahn ist die Hustadt gut angebunden. Die Wohnsiedlung bietet mit vielen Grünflächen und zahlreichen Freizeitangeboten eine hohe Wohnqualität. Mit zwei Kindertagesstätten, einer Grundschule sowie zahlreichen sozialen, kirchlichen und kulturellen Einrichtungen verfügt die Hustadt über eine ausgeprägte städtische Infrastruktur. 3000 Menschen aus 40 Nationen leben hier gemeinsam. Die Vielfalt der Kulturen und ein enges nachbarschaftliches Zusammenleben machen die Hustadt aus. In den letzten Jahren wurde ein umfangreiches Modernisierungsprogramm umgesetzt. Die Hustadt bietet heute moderne Wohnungen in einem attraktiven Wohnumfeld. Kofinanziert wurden diese Maßnahmen durch Fördermittel aus dem Stadterneuerungsprogramm von Land, Bund und EU. Über die Stadt Bochum wurden hier in der Hustadt Maßnahmen im Wert von rund 10 Millionen Euro umgesetzt. Dafür gab es 80% Fördermittel. Wir haben dafür insbesondere alle Freiflächen total umgebaut und aufgewertet. Aber es wurden auch Maßnahmen, die dem sozialen Zusammenhalt der Bevölkerung dienten, durchgeführt. Dadurch, dass wir auch noch 3 weitere Jahre hier aktiv sein können, bin ich optimistisch, dass die positiven Effekte auch nachhaltig sind. Die Hustadt wurde Ende der 60er Jahre gebaut, um Wohnraum für die vielen Studierenden und Mitarbeiter der nahen Ruhr-Universität zu schaffen. Das Wohngebiet besteht aus einer Bungalow-Siedlung mit Eigenheimen und einem Kern mit Mietwohnungen. Diese innere Hustadt besteht aus meist 4- bis 8-geschossigen Häusern mit insgesamt 1.100 Wohnungen. Wir, die VBW Bauen und Wohnen GmbH, sind stolz auf das, was wir hier in der Hustadt geschafft und geschaffen haben. Als größter Vermieter haben wir rund 13 Millionen Euro in unsere Bestände investiert und das Quartier damit lebens- und liebenswert und fit für die Zukunft gemacht. Die Zukunft beginnt heute. Wir werden sie sichern, insbesondere mit Unterstützung des Quartiersmanagements hier vor Ort. Ich bin Julia Ostkamp. Ich wohne seit 4,5 Jahren hier in der Hustadt. Also 2010 bin ich damals zum Studium hierher gezogen, habe mit 2 Freunden aus meiner Heimatstadt nach einer Wohnung gesucht und bin in der Hustadt fündig geworden. Ja, ein großer Anreiz für uns war natürlich, dass hier zum einen große Wohnungen bereitgestellt werden, die ja auch einen großen Gemeinschaftsbereich haben. Darüber hinaus wurde durch die Wohnungsbaugesellschaft auch ein attraktives Angebot für Studenten gemacht mit der Ausstattung der Gemeinschaftsräume. Ja, und dann natürlich die Lage zur Universität ist natürlich auch ein ausschlaggebender Punkt. Und man kann schnell in den Bus steigen oder auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad ist man immer schnell da. Das ist sehr wichtig für mich. Der Brunnenplatz ist das Zentrum des öffentlichen Lebens in der Hustadt. Hier trifft sich die Nachbarschaft und hier befinden sich die meisten sozialen und kulturellen Einrichtungen. Mit dem Durchbruch zum Brunnenplatz wurde 2009 der Startschuss für die baulichen Maßnahmen in der Hustadt gegeben. Mit dem Bau des Bürgerpavillons ist ein Ort entstanden, den die Bewohner für sich nutzen können. Als Treffpunkt oder als Veranstaltungsort für ein selbstorganisiertes Kulturprogramm. Auf dem Hufelandplatz ist mit farbigen Pflastersteinen ein Labyrinth angelegt worden. Die Idee dafür haben die Anwohner entwickelt. In den letzten Jahren ist der öffentliche Raum durch umfangreiche Baumaßnahmen umfassend aufgewertet worden. Ein besonderes Merkmal der Neugestaltung war, dass die Anwohner intensiv an der Planung beteiligt waren. Das Stadtumbaumanagement hat diesen Prozess koordiniert und die Vorschläge der Bewohner gebündelt. Wir haben mit den Anwohnern der Hustadt sehr viele Gespräche geführt und haben Workshops durchgeführt. Und das Ziel dabei war, die Ideen der Anwohner für die Verbesserung der Hustadt zu sammeln und dann auch in die Planung zu überführen. Wenn man jetzt heute durch die Hustadt läuft, dann sieht man an vielen Stellen, dass die Ideen auch in die Wirklichkeit umgesetzt wurden. Und meiner Meinung nach macht das die Hustadt als Wohnquartier so besonders. Die beiden großen Plätze im Stadtteil werden verbunden durch die Straße auf dem Backenberg. Diese Verbindung ist eine wichtige Achse in der inneren Hustadt.
Auch hier fand eine umfangreiche Neugestaltung statt. Es wurden Bäume gepflanzt sowie Sitzmöglichkeiten und Spielgeräte entlang des Fußgängerweges angelegt. Der Autoverkehr wird über eine separate Fahrspur geführt. Der gesamte Innenbereich ist somit fast autofrei, sodass sich die Bewohner und insbesondere die Kinder hier relativ sicher bewegen können. Aus diesem Grund ist die Hustadt besonders für Familien mit kleinen Kindern interessant. Außerdem bietet eine enge Zusammenarbeit von Schule und sozialen Einrichtungen im Stadtteil ein gutes Betreuungsangebot. Wir im Hustadt-Treff der Arbeiterwohlfahrt bieten einen Jugendmigrationsdienst, eine offene Kinder- und Jugendarbeit für Schulkinder und Sozialberatung für Anwohner an. Wir beteiligen uns an Veranstaltungen in der Öffentlichkeit und sind eng vernetzt mit den anderen Einrichtungen vor Ort. Wir als Schule profitieren sehr von der räumlichen Nähe hier in dem Stadtteil. Jeder kennt jeden und die Kontakte zu den Eltern sind sehr gut, aber auch zu den anderen Einrichtungen. Und das hilft natürlich enorm dabei, die Bildungs- und Entwicklungschancen der Kinder zu verbessern. Die Hustadt ist ein sehr kinderreicher Stadtteil. Aus diesem Grund wurde bei der Neugestaltung besonders auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen geachtet. Im ganzen Stadtteil wurden neue Spielmöglichkeiten gebaut. Am auffälligsten ist der neue Spielplatz am Hustadttor. Die Kinder aus dem Stadtteil haben ihn mitgeplant. Ein Piratenschiff lädt zum Klettern ein. Eine Feeninsel bietet Platz für Rollenspiele. Rutschen und Kletterseile machen das Angebot des Piratenspielplatzes komplett. In den letzten Jahren wurden auch für Jugendliche neue Angebote geschaffen. Der Parkourplatz am Hustadtring bietet die Möglichkeit, die Grundtechniken der Trendsportart zu erlernen und an zahlreichen Klettergeräten auszuprobieren. Er ist inzwischen über die Hustadt hinaus in Bochum bekannt. Das Kinder- und Jugendfreizeithaus Hutown bietet Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, ihre Freizeit sinnvoll zu gestalten. Unsere Schwerpunkte liegen dabei auf Sport und Musik. Und wer Lust hat, kann einfach mal am Rande der Hustadt vorbeischauen. Das Leben auf den Straßen, die Gemeinschaft und das Miteinander auf den Plätzen geben dem Stadtteil sein Gesicht. Zahlreiche Sitzgelegenheiten laden zum Verweilen ein. Auf neu geschaffenen Wegen trifft man sich auf ein kurzes Gespräch mit seinen Nachbarn. Der neu gestaltete Außenbereich fördert das gemeinschaftliche Zusammenleben. Ich bin Veronika Dommes. Ich wohne in der Hustadt seit 1988. Aber das war gar nicht meine erste Begegnung mit der Hustadt. Ich habe hier schon als Studentin gewohnt in den 70er Jahren. Die Hustadt ist für mich ein Paradies, ein idealer Wohnort, weil erstens sind wir mitten in der Großstadt, zweitens sind wir mitten im Grünen, drittens haben wir sehr viele nette Leute um uns drumherum mit sehr unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlichen Einstellungen, aber das bringt eine gewisse Weltoffenheit hier rein, die man sicherlich in anderen Stadtteilen, auch in der Großstadt, nicht findet. In der Hustadt gibt es zahlreiche soziale und kulturelle Einrichtungen, die das nachbarschaftliche Miteinander fördern und den Bewohnern die Möglichkeit geben, ihr Wohn- und Lebensumfeld selbst mitzugestalten. Wir sind ein offener Kinder- und Teenie-Treff. Unsere Angebote richten sich sowohl an die Kinder als auch an die Erwachsenen. Wir bieten in unserer Einrichtung zum Beispiel unter anderem einen Kochkurs und ein Musikprojekt an. Unser Ziel ist es dabei, die sozialen und interkulturellen Kompetenzen der Bewohner hier im Stadtteil zu fördern und zu stärken. Hukultur ist der Bürgertreff der Hustadt. Hier treffen sich die Menschen zum Essen, zum Kaffeetrinken, gemeinsam zu reden, gemeinsam Spiele zu machen. Das macht den Ort außergewöhnlich und fürs gesamte Team ist das ein echtes Herzblutprojekt geworden, weil die Menschen in diesem Quartier einfach toll sind. Mit dem Förderverein haben wir die Initiative ergriffen, das Projekt Bürgertreff Hukultur zu gründen, um den Menschen die Möglichkeit zu geben und einen Ort zu geben, sich zu treffen, miteinander zu reden und auch miteinander zu arbeiten und zu feiern. In den letzten Jahren investierte die VBW Bauen und Wohnen gezielt in die Modernisierung der Fassaden, der Außenanlagen und der Wohnungen. Im Zuge der Fassadensanierung wurden die Treppenhaustürme und Balkone farblich gestaltet.
Das Farbkonzept gliedert die Hustadt in unterschiedliche Bereiche und verbessert damit die Orientierung im Stadtteil. Mit einem neuen Lichtkonzept werden Treppenhaustürme und Gebäudekanten zum Leuchten gebracht. Dies sorgt im Dunkeln für eine bessere Orientierung und macht die Hustadt auch nachts von Weitem gut sichtbar. Wir haben heute ein sehr lebendiges Gebiet hier in der Hustadt, ein Wohngebiet, welches zukunftsfähig ist. Das ist nicht von selbst gekommen. Das hat zu tun mit einer Fülle von Maßnahmen im Stadtumbau in den vergangenen 8 Jahren. Und das war wirklich eine Erfolgsstory, weil es gelungen ist, in der Summe der Maßnahmen das zu tun, was die Menschen erwarten, um ein lebendiges, schönes, liebenswertes Wohngebiet zu haben. Die Hustadt ist ein moderner Stadtteil mit einer hohen Wohnqualität. Durch die Lage im Grünen und vielen Freizeitmöglichkeiten innerhalb des Quartiers bietet sie ein ansprechendes Wohnumfeld. Dank der umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen in den letzten Jahren konnte die Wohnqualität noch gesteigert werden. Neben alteingesessenen Mietern und jungen Familien gehören vor allem immer mehr Studenten der nahen Ruhr-Universität zu den Bewohnern. Eine gemeinschaftliche Atmosphäre prägt das Zusammenleben im Stadtteil, mit einem guten nachbarschaftlichen Miteinander. Die Hustadt ist so vielfältig und lebendig wie ihre Bewohner. Sie ist bunt, sprüht vor Energie und Lebensfreude und ist damit lebens- und liebenswert.